So, hi Leute, das ist jetzt der DDS-Sender. Diesmal bin ich endgültig fertig. Das Einzige, was noch wegkommt, ist der Festspannungsregler. Stattdessen 4 AA-Batterien, DDS-Modul-Pick, NE602, die Transistor-Endstufe und neues Display, Zweizeilen-Display. Ich habe hier zwei Frequenzen, die man eingeben kann. Ups, ein Scanner, ein Radio habe ich auch noch hier. Ist, wenn ich da mit der Frequenz weggehe und kann mal da diesmal 5 kHz neben der Frequenz, dann bleibe ich hier drauf, dann speichert der das und 25, 26 speichern, genau 25, dann auf 6625. Ups. Das Display zu filmen ist echt schwer, obwohl es so richtig gut ausschaut. Das liegt daran, weil die Beleuchtung so hell ist. Dann habe ich es so hier, einen Jumper, seinen Kontakt auf Masse. Wenn ich den wegnehme, bin ich auf Frequenz oben. Schließe ich die Kontakte, bin ich auf unten. Da kann man zwischen unten und oben hin und her schalten. Statt den Kontakt hier kann man die Trägertaste von Funkgerät anstecken. Das heißt, wenn man empfangen tut, ist es offen. Wenn dann TX ist, mache die TX-Frequenz. Wenn RX ist, mache die RX-Frequenz. Dadurch könnte man hier die RX-Frequenz um 455 kHz höher machen. Frequenz einstellen kann man ganz einfach. Jede Ziffer kann man durch die entsprechende Taste ändern. Oder auch hier. 9 MHz. Den wollte ich auf 6 MHz. Antenne habe ich jetzt hier nur ein kurzes Stück Draht dran und ein Radio. Das Ganze geht, wenn ich den Draht da auf so 2 Meter Länge mache, geht es in der ganzen Wohnung auf Kurzwelle. Geht auch auf Mittelwelle und auf Langwelle. Geht bei 1 kHz los und hoch bis 49 MHz. Okay, dann werde ich jetzt mal was senden. Mein Audio starten und... Funktioniert ganz gut. Das mit dem Sony. Ihr wolltet also einen Fluchttunnel buddeln und seid rausgekommen unterm Wachturm. Ja. Mann, da sind wir falsch abgebogen. Das war eine nicht genehmigte Operation. Das Fluchtkomitee weiß nicht. Zum Lachen werdet ihr noch genommen. Hier bin ich wieder auf 662. Alles in die Arme! Speichere ich das mal. So, wenn ich den ausschalte. Bin ich wieder auf der zuletzt gespeicherten Frequenz. Moment mal. Oh. Was habt denn ihr da Dunkles in euren Gesichtern? Weiter nichts Besonderes, nur ein bisschen Schuhcreme. Wir wollten nicht glänzen im Mondlicht. Ja, so machen die das doch immer im Film. Nur wir haben doch gar kein Mondlicht heute Nacht. Hm? Wir erfahren ja nie was. Dann gehe ich da mal auf 6 MHz etwa. Stelle ich mal 6 MHz ein, weil ich auf 6,6 bin. 7, 8, 9, 6 MHz. 6 MHz. Ah. Deswegen hat uns Schulz geschnappt. Wir wären sonst in dem Zeug abgesoffen. Also noch haben wir mal da unten, da war da so viel Öl, dass wir uns... Kater! Ja, Sir. Na, das reicht mal schon. Geht echt gut. Ich lasse mir die Sache mal durch den Bohrturm, durch den Kopf gehen. Jetzt nehmen Sie erstmal die Gefangenen weg. Jawohl, Herr Kommandant. Und vorwärts mit euch. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Links, 2. So, zum Sachen hören geht's echt gut. Das mit dem Sender. Jetzt habe ich da mal 6 MHz eingespeichert. Warte, ich speichere es mal ein. Ich habe es noch nicht gespeichert. Wahrscheinlich eine kaputte Pipeline, die unterm Lager durchläuft. Okay. Oh, Sie Strolch haben doch vor, dass ich selber rausgehe. Wenn der Strom mal weg ist und der Strom wieder an, lassen Sie mich nicht aufsterben. Morgen gibt's hier ist der Sender wieder nicht nur auf den 6 MHz, die eingestellt wurden. Gold. Das Lager steht auf einem. Ich kann hier auch mal 6 MHz speichern. Mal oben auch mal 6 MHz gespeichert.
Ja, beide Frequenzen kann man einzeln extra speichern und mittels dem Kontakt hier oder Jumper zwischen beiden umschalten. Der Pfeil, der zeigt jeweils die aktuelle Sendefrequenz an. Ja. Sie glucken sich da drauf den Arsch ist ein halbes Jahr? Richtig, Brüten der Henne. Ich habe mir gedacht, nach dem Krieg kann man die Gefangenenlager bestimmt für ein Apfel und ein Ei kaufen. Und das hätte ich dann getan und ein paar Bohrtürme angesetzt. Ja. Und die Leute würden tanzen auf der Straße. Und ich werde Öl. Man kann auch gucken, ob die Skala hier stimmt, indem man die Meterfrequenz sendet. Da Sie sind der habgierige, selbstsüchtige Person. Ich bin jetzt genau auf 6 MHz und das Bestes. Stimmt ja sogar schon. 5, 9, das 6, 6, 6, 1. Das liegt genug für 10 Millionäre. Ja, ja wirklich? Wir können ja diesen Gedanken mal weiterspinnen. Okay. Was schwebt dir? Dann leg's auf Mittelwelle auch mal testen. Ich habe jetzt hier meine freie Mittelwellenfrequenz gesucht. 729 kHz. Dazu musst du nur auf 729 einstellen. Also 6, 7, 8, 9, 0, 7, 20, 7, 29. Oh, Verzeihung, Burkhard, aber immer wenn ich so eine Seitenkunde sehe, da kann ich mich nicht halten. Und die Aufregung kommt auch noch dazu. Ja, die Frage ist nur, sollen wir jetzt oder später? Viel später. Meinen Sie nicht viel später nach dem Krieg? Bei Ihnen wissen wir ja nicht so genau. Die Kriegsbestrebungen des Dritten Reiches sind eigentlich nur auf synthetische Treibstoffe ausgerichtet. Mittlerweile geht auch. Ein richtiger Ölfund könnte also zurzeit die gesamte Wirtschaft aus dem Am besten geht er aber bei höheren Frequenzen so. 19.155. Und nochmal durchdiskutieren. Natürlich würde Frau Baumann da wahnsinnig gerne mal was zeigen. Das ihm sicherlich, Fräulein Helga? Ja, Kommandant? Sagen Sie, Hogan, er möchte mal herkommen, es wäre sehr dringend, nicht? Und Baumann spielt nicht mit. Er baut die Fabrik hier. Tja, dann war's das wohl. Scheiße. Dann sind wir fertig. Und aus dem Fluchtgeschäft sind wir auch raus. Naja. Okay, schönes Senderchen. Nur bei dem Display hat die Kamera Probleme, weil es zu hell ist. Ist ein schönes blaues Display, aber zum Filmen nicht so gut. Dadurch, weil es so hell ist, durch die so helle Beleuchtung. Und hier die LED beim DDS leuchtet auch sehr hell. Ja, okay.